Ja, los, wieder der Martin mit einem neuen Let's Play. Baseball Mogul 2012. Unser erstes Spiel: Cleveland gegen die Philadelphia Athletics. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe noch kein Spiel absolviert. Ich kann es echt nicht sagen. Das ist nicht unser Spiel. Was machen wir jetzt mal? Ja, da sind wir. Die Cleveland Blues gegen die Philadelphia Athletics. Unsere Aufstellung sieht so aus: Earl Moore ist der Starter. Okay, da gehen wir dann gleich nochmal drauf. Okay, wir haben also jetzt die Übersicht hier, der Stand links oben. Blues gegen die Athletics, also erstes Saisonspiel, 0-0 ist die Bilanz. Die Batters bei den Blues, wir haben an der Base Scheibeck. Frank Scheibeck hat in Cleveland seine Karriere begonnen und ist dann über diverse Teams dann zu den wieder zu den Cleveland Indians gekommen. Pitcher ist, hier haben wir Frank Scheibets Statistik. Hier haben wir Eddie Plank, den Left-Handed Pitcher. Naja. Candy LeChance. Ich schaue jetzt hier gerade. Ja, doch, one out. Okay, auch recht. LeChance. Flyout. Nicht durch Jack McCarthy. Und hier sehen wir die Statistik, das ist eine Statistik des Vorjahres. Ah ja, so geht's. Wir haben 1900 für die Chicago Cubs gespielt, 124 Spiele. 27-2 hat er geschlagen, 48 RBIs. Gegen Eddie Plank. Bill Bradley. McCarthy damit ein Double für ihn. Hier sehen wir es. McCarthy an der zweiten Base. Bradley am Schlag. 30-1 hatte er letztes Jahr. Und der erste Run für die Indians. Bradley mit dem RBI. McCarthy ist durch. Bob Wood an der Bay, beim Batting.
gegen Harry Armbruster. Es ist ein Base-Hit für Armbruster. Davis der nächste. Davis an der First Base. Mit seinen Problemen. Eine 3:1 Führung für Oakland. Für Philadelphia natürlich. Am Schlag ist Cross, Frank Cross. Pitches, 14 Strikes. Ist ein Rookie, 19 Jahre alt. Gegen Earl Moore. Davis hat 1900 komischerweise gar nicht gespielt. Also die Statistiken uns ansehen, das ist eigentlich ganz interessant gemacht.
Davis 1 von 1. Und wieder der Run. RBI für Davis. Und es steht 4 zu 1 für Philadelphia. Cross. Weg. 0 von 1. Scheibe mit dem Basehit. Candy La Chance. Seibold, Sock Seibold, bisher 0 von 1. Die Pitcher haben ja zu dieser Zeit sehr viele Spiele absolviert, das heißt, da gab es oder sehr viel, fast die kompletten Spiele bestritten, so muss man eigentlich sagen. Durch. Knallt mir das Ohr weg. Wen haben wir? Eddie Plank gegen Bradley. Bill Bradley. Puh, Erschöpfung. Ein RBI bisher für Bradley. Bradley mit dem Basehit. Von Cincinnati angekommen. Frank Cross. Warum diese Spieler jetzt schon in der Saison 1901, wo wir uns befinden, wieder 117 Triple-A-Spiele, nein Double-A und 22 Triple-A-Spiele absolvieren konnte, frage ich mich. Wenn wir gerade mal im April sind, so viele Tage hat der das Jahr ja gar nicht. Naja, gut. Philadelphia wieder ist wieder dran. Earl Moore gegen Phil Geyer, 0 von 1 für Geyer heute.
nächste 1 von 1. Gegen Hellman. Hellman von den Blues ja 0 von 1. Pitches gegen Davis. 2 von 2, ein RBI für ihn. Leif Cross, der nächste. 0 von 1. Und der nächste Run. Damit steht jetzt 5 zu 1. Lajoie. 0 von 2 in 1 Strikeout. Damit eine 5 zu 1, weiterhin eine 5 zu 1 Führung. Das nächste Fultz, 1 von 2, 2 RBIs für ihn. Das war sogar ein Error. Gut, 0 von 2, ein Strikeout schon gegen Bob Wood. Barton 0 von 2. Zwei Strikeouts bisher gegen Barton. Jetzt der Weg. Und der zweite Weg.
Das erste aus. Armbruster wieder. 1 von 3, 1 Strikeout. Und damit 7 zu 1. Die Saisonkarriere der Cleveland Indians verläuft katastrophal. Ein Walk. Mokulajoje. 0 von 3. Ein Strikeout gegen ihn. Und das 8 zu 1. Sub Seibold, 1 von 3. Frank Cross, der nächste. 0 von 2. Ein Walk. Ja, der Pitcher wieder mal. Und ein Fehler. Scheibeck wieder, 2 von 3, gar nicht mal schlecht. Jetzt Moore an der First Base, Hellman an der Third Base. Und ein Single und damit 2 zu 8. Scheibeck mit dem RBI. Scott Candy LaChance. Schwarz 0 von 2, ein Walk. Und Strikeout.
Tempel. Ein weiterer Wagen für die Linken. Plus 580, nein, 480 ist einer. Cross mit dem RBI. Und jetzt ein neuer Pitcher, Tommy McLean. Gut, 18 Jahre alt, 12 Spiele im AAA-Team absolviert. Gegen George Jäger. Es steht bei 5 zu 8, das ist spannend. Ja, es hat zwei im Aus. Wir sind ja im 8. Inning. Und jetzt geht es. Otto Hess, der nächste, auch er ja Rookie. Gegen McGeehan. Ein RBI für ihn. Eins von vier, ein RBI für ihn. Das tut er aus. Ich denke, da haben wir entscheiden. Zack, nach Kreisel mal. Gegen McGeehan. Base Hit von der Kreisel. Damit 2 von 5. Problem. Von 4 in ein RBI. Und sind jetzt 2 auf den Bases. Bradley an der First Base, McCarthy an der Second Base. Wir haben Wood am Schlag, Bob Wood, den Catcher. 1 von 4, 2 Strikeouts aber für ihn oder gegen ihn. Trotzdem. Vielleicht. Das war's.
Eine Trade-Anfrage von den Cincinnati Reds. Und die wollen mir da gleich massig Spieler schicken. Noodles Han. Pitcher 3,27, 2,3, 2,68, das Jahr zuvor. Perfect Nummer 2 oder Nummer 3 Starter. Heini Peitz. Starting Catcher könnte er sein. 10. Saison schon. Jake Beckley. 15 Jahre schon dabei. Hits. Hundertneunzig Hits in 141 Spiele. Für ein paar Home Runs gut. Johnny Siegel, ein Rookie. Und Algie McBride. Und George Magoon wäre noch der nächste. Dritte Saison für ihn. Ist ja wäre so ein Wandervogel. Und dafür wollen sie Cal Fassbender, Rookie, Bill Hoffer. Danny Shay. Ja, alles ist nicht so die der Brüller. Gus Dorner. Wären natürlich schon einige Spieler, die wir da bekommen. Let's talk. Schauen wir mal. Und da hätten wir schon die nächste Anfrage. Oh.
Die St. Louis Cardinals möchten Patsy Donovan zu uns schicken. 36 Jahre, 36 Jahre alt, 12. Saison. Emmett Heidrick. Patton. Weil sie wollen. Claude Rossmann, etwas über dem Durchschnitt. Und Dick Braggins, also den hatten wir gerade. Ne, Braggins und Rossmann. Nee, das will ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt natürlich auch nicht. Dann habe ich die Transactions ausgeschalten. Ich schaue gerade, wo man die Transactions wieder einschalten kann. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöde. Gut, also wir haben jetzt 1 zu 0 verloren, das müsste jetzt wieder eingestellt sein. Sind damit wahnsinniger Achter, weil wir 33-3 geschlagen haben, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Und wir haben ja ein bisschen was. Versuche mich da jetzt ein bisschen
zurechtzufinden. Die Pitcher sind das. Die Defense. Oh, müssen wir uns nochmal in Ruhe ansehen. Gut, okay. Ein Blick auf die Standings. Da sehen wir Folgendes. Milwaukee, Philadelphia jeweils 1-0. Baltimore, Detroit, Chicago, Washington 1-1 und Boston und Cleveland 0-1. Die Headlines. Was auch immer das war. Irgendwas Interessantes. Ja, da haben wir was. 8:5 Sieg. Philadelphia gewinnt also gegen die Cleveland Blues mit 8:5. Harry Armbruster 3 von 3. Ne, jetzt 3 Hits hat er, so ist es. Naja, gut. Dann haben wir hier den Transfer. Da müssen wir schauen, wie wir die dann einsetzen. Ja, ich würde sagen, das sollte es jetzt mal gewesen sein. Alles noch sehr verworren. Muss mich erst zurechtfinden. Bin natürlich out of the park gewöhnt. Aber gut, es war jetzt nicht uninteressant. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Quatsch, wir haben erst Montag. Eine schöne Woche und bis bald. Ciao.